Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Ihr seht, mein Fahrrad ist wieder auf dem Dach vom Auto. Ja, für mich heißt der Salzkammergut-Radweg angehen. Das ist nicht gerade hier im Schwarzwald, sondern das ist in Österreich. Und das Salzkammergut ist da in der Nähe von Salzburg. Und deswegen täte ich sagen, jetzt sitze ich erstmal ins Auto und fahre mal nach Salzburg ohne lange Worte jetzt. Alles klar, gehen wir los. Ja, der erste Teil von meiner Tour habe ich schon geschafft. Ich bin mit dem Auto hier bis Thalgau gefahren. Es waren so 450 Kilometer. Jetzt haben wir ziemlich genau 8 Uhr. Das Fahrrad habe ich schon beladen, habe meine Flaschen gefüllt. Und ich würde sagen, jetzt kann der Salzkammergut-Radweg für mich kommen. Gehen wir los. Der Parkplatz, den ich mir hier in Thalgau rausgesucht habe, liegt direkt am Radweg. Ist bei so einer Schule und so einem Altersheim. Ja, habe ich auf Google Maps rausgesucht. Öffentlicher Parkplatz. Dürfte normal kein Problem sein. So, jetzt erstmal durch Thalgau. Hier dann auch gleich mal das erste Schild von meinem Radweg. Salzkammergut-Radweg, Salzburg in 25 Kilometern. Hier verlasse ich Thalgau schon. Ja, bis in 3,5 Tagen müsste ich wieder hier sein. So habe ich mal ausgerechnet. Ich habe auch eine Karte vorbereitet. Werde ich euch nachher auch zeigen. Ich werde ein bisschen was dazu sagen zu meiner Tour hier. Und dann muss ich mich bedanken. Weiß nicht bei wem, aber irgendjemand hat mir geschrieben, ich soll mal hier diesen Weg testen, der wäre wunderschön. Das mache ich jetzt hiermit. Also vielen Dank für den, der mir den Tipp gegeben hat. Wer es war, weiß ich nicht mehr. Ist auch schon eine Weile her. Alles klar, bisher schon mal schön und das Wetter passt auch. Ich hänge jetzt hier schon in der ersten Steigung drin, vor Salzburg noch. Wenn so weitergeht, scheint es interessant zu werden. Ja, und wer bergauf fährt, der darf ja bekanntlich auch wieder ein Stück runter. Jetzt aber, bevor ich es noch vergesse, die Karte von der gesamten Route hier, von dem gesamten Salzkammergut-Radweg. Ja, wie gesagt, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben und das werde ich jetzt euch dazu sagen. Lasst die Karte jetzt laufen. Also ihr habt es ja gesehen, ich bin mit dem Auto bis Thalgau und von dort fahre ich jetzt weiter bis an den Rand von Salzburg. Ich will nicht rein nach Salzburg. Ihr kennt mich ja, große Städte ist nicht so mein Ding. Auch wenn es da wunderschöne Dinge zum Anschauen gibt, aber reinfahren werde ich nicht. Das müsst ihr dann selber machen. Ja, dann fahre ich weiter hinauf zum Obertrummer See. Dann geht es Zellersee weiter. Dann komme ich am Mondsee. Und zum Schluss bin ich dann am Attensee. Da schlage ich mein Lager auf. Das ist jetzt mal der erste Tag. Ja, der zweite Tag, der bringt mich dann vom Attersee bis nach Gmunden. Und dann
an der Traunsee und weiter nach Bad Ischgl. Ja, von dort noch bis zum Altaussee heißt der, Altaussee. Und da ist mein nächstes Lager dann, wo ich übernachten werde. Lager heißt dann Campingplatz für mich. Ich hoffe, dass das so klappt. Ja, am Tag 3 komme ich dann erstmal über 1000 Meter hoch auf der Salza-Route nach Bad Mittendorf. Ja, von dort geht es wieder zum Hallstättersee oder geht es zum Hallstättersee. Ja, wieder, ich glaube, da bin ich schon mal dran vorbei dann. Dann Bad Ischgl und weiter bis zum Wolfgangsee. Das soll mein letzter Campingplatz sein, mein letztes Lager. Und am nächsten Tag, da komme ich dann wieder am Mondsee vorbei und zurück zu meinem Auto. Das Ganze werden so 330 Kilometer sein und 3900 Höhenmeter ist angegeben. Wie viel es genau sind, weiß ich dann erst, wenn wir durch sind. Jetzt halt so weiter bis zum Rand von Salzburg erstmal. Und da biegen wir dann rechts ab. Okay, gehen wir weiter. Jetzt komme ich gerade durch Eugendorf und das nächste müsste dann Salzburg sein, was ich ja nur streife. Hier aus Eugendorf raus sehen wir schon mal, wie wunderbar der Radweg ist, was so die Landschaft angeht. He? Schöne Berge davon. Grüne Wiesen und natürlich die Sonne dazu. Herrlich. Lang bergab, macht mir ein bisschen Angst. Das werde ich ja irgendwann wieder hoch müssen. Ja, aber so ist es jetzt gerade richtig schön angenehm. Einfach so runterrollen. Ja, hier müsste jetzt irgendwo Salzburg beginnen. Hier sieht man es auch am Schild zum Zentrum, jetzt nach links gehen und ich gehe aber nach rechts. Da ist der Salzkammergutradweg Richtung Oberndorf, fahre ich da Oberndorf und der Mozartradweg geht auch nach links ab. Hier jetzt also reingehen nach Salzburg, wer das machen will. Ja, aber hier über dem Fluss habe ich doch noch einen Blick auf Salzburg und die Salzburg. Ich werde es euch mal herholen, dann seht ihr vielleicht auch ein bisschen was davon. Das war jetzt also ein kleiner Blick auf Salzburg und für mich geht es jetzt weiter auf meinem Radweg in Richtung Oberndorf.
fahre jetzt schon eine ganze Weile hier an der Salzach entlang. Jetzt müsste es noch irgendwann rechts abgehen, wie es auf der Karte aussieht. Kann nicht mehr allzu lang dauern. Dann Richtung Oberndorf. Und da will ich gucken, dass ich ein zweites Frühstück mal kriege. Das erste war heute Morgen um kurz vor drei. Dann wäre es jetzt mal wieder Zeit. Ich habe das für einen Witz gehalten, da ist tatsächlich ein Wildschwein. Ich glaube, ich sollte mich mal vom Acker machen. Ohne Zaun laufen die hier einfach durch die Gegend. Das macht mir Angst. Aber ansonsten ist es ein netter Radweg. Ich fahre jetzt hier durch so ein Wäldchen. Ganz okay. Da bist du doch tatsächlich mitten durchs Wildschweingehege gefahren. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Die Viecher machen schon Respekt. Jetzt habe ich das Ganze schon vorher gekriegt. Das tut gut jetzt. Ja, ich habe mich da unten gut gestärkt in der Bäckerei. Das war auch gut so. Jetzt kommt nämlich alles, was ich nicht brauche. Steigung mit Gegenwind. Kenne ich ja noch gut. Naja, müssen wir durch mal wieder. Aber ihr wisst ja, wie immer, kleinster Gang rein und so schön gemütlich da hochtuckern. Runter geht's dann wieder schneller. Wie passend, hä? Berg. Genau, da muss ich hoch. Ja, gleich bin ich über den Berg, wie es aussieht. Mal schauen, was dann kommt, hä? Von ganz da unten bin ich gekommen. Und das alles mal wieder bei schönstem Gegenwind, hä? Na klasse. Nach 42, 43 Kilometer jetzt müsste ich nach Obertrum kommen. Und ein wahnsinniger Gegenwind. Das war's schon mit Obertrum. Das nächste ist Seeham und da ist dann auch der erste See,
auf meiner Strecke hier. Das müsste jetzt also der Seehammer See sein oder so ähnlich heißt er, glaube ich. Da ist ein Campingplatz dabei und an dem See fahre ich jetzt entlang bis nach Seeham. Und da am Ende vom See ändert sich auch meine Fahrtrichtung und ich habe Hoffnung, dass ich dann wieder Rückenwind bekomme. Das wäre mir dann doch recht. Und ich würde sagen, solange ich jetzt hier nach Seeham fahre, dürft ihr es auch. Nämlich auf der Karte, auf der Animationskarte, die ich gerade aufzeichne. Wir sehen uns in Seeham am See. Raus, dass ich es fast nicht gemerkt habe, dass ich drin bin. Also ist kein großer Ort. Und wie gesagt, jetzt müsste es irgendwann nach rechts abgehen. Und ich hoffe, aber der Wind kommt auch von rechts. Na, ich glaube, ich muss weiter gegen den Wind kämpfen. Aber ich warte es mal ab. Da vorne sieht man den Mattsee. Und da müsste ich davor dann rechts rüber gehen. Eigentlich auf der Straße wahrscheinlich, wo man da unten vor dem See sieht. Ich denke, da geht's rüber. Hinter mir jetzt also dieser Mattsee und für mich geht es weiter. Ich weiß gar nicht, wie die nächste Ortschaft heißt und es geht jetzt, wie gesagt, mal ein bisschen andere Richtung. Ich hoffe, dass ich jetzt der Wind mehr seitlich oder vielleicht sogar ein bisschen von hinten kriege. Ja. Es hat jetzt gerade 12 Uhr geschlagen hier im Ort, aber ich habe erst mein zweites Frühstück gehabt. Ich fahre jetzt eine Runde, wie es aussieht, wird es wieder bergig jetzt. Aber das Schöne am Hochsteigen ist ja, man sieht dann nach unten hier einen Blick von oben auf den Mattsee mit ein paar Baukränen. Geschafft mal wieder. Ich bin oben, habe wieder so ein bisschen Abfahrt oder eben, aber auf alle Fälle nicht bergauf gerade, aber immer noch Gegenwind. Aber die Landschaft entschädigt natürlich wieder die Strapazen mit dem Gegenwind und mit den kleinen Bückelchen hier immer wieder. Hier hat so einen kleinen Shop,
Da habe ich mir gerade noch einen Radler geholt für meine Mittagspause. Aber so eine Stunde werde ich noch radeln und dann werde ich Pause machen. Und ich freue mich schon auf das Radler. Das sieht lecker aus. Ja, Freunde, es ist 2:30. Ich werde jetzt erstmal was verspüren. Ich habe schon über 70 Kilometer. Ich denke, ich habe mir jetzt mal ein bisschen Pfeffer verdient. Ein schönes Thunfischweckle, wie immer am Anfang von der Tour. Das muss sein. Nur zum Zwiebelschneiden habe ich gerade keine Lust. Da gibt es für mich nur noch eins zu sagen. Guten Appetit. Herrlich. Und natürlich auch zum Wohl. Gösser Naturradler. Ich habe mir gerade die Karte ein bisschen zurück zurechtgelegt. Bin jetzt hier oben, komme hier rüber. Runter will ich nicht gerade sagen. Rüber. Und hier komme ich an den Irrsee dann. Dann geht es hier weiter. Komme ich dann irgendwann nach Mondsee, an der Mondsee. Und dann geht es hier unten rum. Und dann komme ich an den Atesee. Und da bei Nussdorf, da will ich ja übernachten auf dem Campingplatz. Also das Eck hier muss ich noch ausfahren. Haben wir noch ein Stück leer. Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu essen. Ja, von mir aus können wir weitergehen. Ich bin noch einigermaßen fit. Schauen wir mal zum nächsten See. Tschüss. Ganz da vorne sehe ich jetzt mal einen See rausglitzern. Mal gucken, was für einer das ist. Hier steht es ja groß und breit, der Irrsee. Der Irrsee, der liegt jetzt links von mir und wenn ich jetzt weiterfahre, dann müsste ich irgendwann am Mondsee rauskommen und der müsste dann rechts von mir liegen. Sieht man jetzt gerade gar nicht den Irrsee, der ist da links hinter dem ganzen Gelände da. Aber ich muss doch immer wieder sagen, es ist zwar relativ anstrengend, aber doch ein wirklich schöner Weg. Da sieht man jetzt links ein bisschen den Irrsee.
Wenn ich mich nicht irre, sieht man der Irrsee. Weiter geht's Richtung Mondsee. Wie gesagt, der muss irgendwann rechter Hand auftauchen. Den Ort Mondsee habe ich jetzt erreicht. Dann müsste ich jetzt auch gleich an der See kommen, an der Mondsee. Und da vorne sehe ich das See auch schon. Ich sehe den See. Das ist jetzt also der Mondsee, dem fahre ich ganz entlang. Bis nach Nussdorf am Attensee sind es noch 25 Kilometer. Da gebe ich mal Gas. Ja. Wenn ich jetzt hier gerade so schön an dem See fahre, würde ich sagen, ich blende mal wieder die Kartenanimation ein, bis hier zum Mondsee. Jetzt habe ich über eine Stunde hier Zwangspause. Da vorne sind Holzfällarbeiten und da geht es erst 10 vor 5 weiter. Jetzt ist erst 3:15. Das heißt, eine Stunde und 5 Minuten kann ich jetzt hier abwarten, bis da der Laden wieder aufgeht. Ja, einen schönen Blick habe ich ja, aber ich würde jetzt lieber auf dem Campingplatz radeln. Was will ich machen? Und nicht mal ein Bier dabei. Sonst könnte man die Stunde überbrücken. Ich werde mir ein bisschen hier aufs Bänkle liegen und gut ist. Thank you.
Jetzt habe ich eine Stunde geschlafen. Mal sehen, ob es jetzt weitergeht. Super, weiter geht's. Und voll die staubige Straße hier. Boah. Der Mondsee, der endet jetzt hier an der Stelle hier. Dann muss ich noch ein Stück fahren und dann müsste der Attasee kommen. Hier ist das Ende jetzt noch. Hier ist der Ort Attasee angeschrieben, aber der Attasee selber kommt vor dem Ort. Der Ort kommt erst später. Und inzwischen haben wir 17.10 Uhr und ich habe 105 Kilometer. Ich denke, so 10 werden es noch sein. Kommen wir so auf 115, 116, sowas. Hä? Gerade habe ich hier im Spar noch Verpflegung geholt für den Campingplatz, dass ich auch was zum Trinken und ein bisschen was zum Essen habe. Und ja, ich bin jetzt am Attasee, der liegt da rechts neben mir. Und da muss ich jetzt noch hochfahren bis Nussdorf, heißt es, glaube ich. Und dann nach dem Campingplatz schauen. Erfolgreicher Tag dann. Irgendwie sieht man ganz selten zum See hier. Immer wieder Hecken und privat. Naja, ist nicht so der Renner dann. Aber die wollen es halt auch schön haben, nicht? Wenn man aus den Ortschaften rauskommt, wird es dann wieder besser mit dem Blick aufs Wasser. Ja. Die Ortschaft habe ich schon gefunden. Jetzt brauche ich nur noch den Campingplatz. Und da geht schon wieder der Berg hoch. Habe ich in letzter Zeit öfters müssen hier am See. Na, tät ich sagen, solange ich jetzt hier den Campingplatz suche, zeige ich euch noch der letzte Teil von meiner Fahrt heute auf der Karte. Los geht's. Na also, da haben wir es ja schon. Seecamping Gruber am Attensee. Und ich bin gebügelt. Freunde, ihr seht, ich habe meinen Campingplatz. Jetzt muss ich nur noch meinen Radler zum Aufstellen holen.
118 Kilometer, 1000 Höhenmeter mein Zelt steht. Jetzt habe ich mir mein Naturradler, glaube ich, verdient. Das werde ich jetzt hier noch genießen. Dann gehe ich erst mal duschen und einen schönen Ausblick habe ich hier. Ja, nach dem Duschen werde ich mir dann mein Essen mal zubereiten. Ich mache es mir heute wieder einfach. Ich habe so ein fertiges Päckle Spaghetti Napoli. Da mache ich hier so ein paar Gabelspaghetti dazu und ein bisschen Parmesan oben drauf. Und gut ist. Also jetzt lege ich mal los. Ja, so schnell geht's, hat man eine Riesenladung Spaghetti Napoli oder Gabelspaghetti Napoli. Ja, kann man auch mal essen. Es war jetzt wirklich eine Riesenportion. Jetzt werde ich noch fertig essen und dann spüle ich und dann werde ich noch ein bisschen davor laufen nach dem Nussdorf oder wie es heißt und ja, der Abend voll auslaufen lassen hier. Zum Wohl. Ja, Freunde, so langsam geht's Licht aus hier. Es ist schon 8:30 und ja, wie gesagt, ich werde jetzt ein bisschen davor laufen in das Nussdorf. Mal gucken, was es da noch gibt. Und ansonsten, ja, kleines Resümee zur Tour heute. Es war durch den Gegenwind sehr anstrengend. Der Weg war stellenweise sehr schön, muss ich sagen. Stellenweise aber auch viel im Verkehr. Aber im Großen und Ganzen hat es wirklich Spaß gemacht. Und ich freue mich auf den morgigen Tag auf meinem Salzkammergut-Radweg. Ja, und ich hoffe, dass ihr morgen auch wieder mit dabei seid. In diesem Sinne täte ich jetzt mal sagen, ciao, bis morgen. Vielleicht zeige ich euch noch ein paar Bilder da von dem Nussdorf, wenn es dann so heißt. Okay.